Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes beläuft sich das private Geldvermögen in Deutschland auf satte 5 Billionen Euro. Gut, 2 Billionen davon liegen als Einlage bei Banken. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor. Herr Bloss, knapp 2 Billionen Euro liegen bei den Banken. Was macht eigentlich die Bank mit den Geldern? Ja, das fragt sich so mancher Privatkunde, weil im Endeffekt man zahlt das ein, bekommt Zinsen dafür und weiß nicht, was damit passiert. Die Bank geht allerdings über, nimmt das Geld herein und macht Fristentransformationen. Hört sich jetzt erstmal sehr, sehr abstrakt an, aber sie vergibt Kredite mit gewissen Laufzeiten, sie vergibt dementsprechende Ausleihungen auch an andere Banken oder an die Zentralbank, wenn sie dort Geld parkt mit gewissen Laufzeiten und refinanziert sich darüber, erwirtschaftet mit dem Geld dementsprechend etwas und zahlt aus der erwirtschafteten Rendite dem Sparkunden auch seine Verzinsung. Also sie lässt es nicht einfach bei sich liegen, sondern sie arbeitet mit dem Geld und deswegen nennt man das Ganze auch Working Capital. Also es ist nicht einfach nur totes Kapital, das irgendwo bei der Bank im Tresor liegt und da nichts tut. Sie haben jetzt die Kreditvergabe bereits angesprochen. Weshalb ist denn eine gesunde Kreditvergabe für eine Volkswirtschaft so substanziell? Weil die Kreditvergabe den Geldkreislauf sichert. Das heißt, man nimmt auf der einen Seite Geld herein, das als Spargeld angelegt wird und gibt es auf der anderen Seite wieder zurück in den Kreislauf, wo es arbeiten kann, wo man es hinausgibt zu den Unternehmen, die Entwicklung dementsprechend damit finanzieren, die aber auch schauen, was kann ich sonst damit finanzieren, die auch mal Gehälter davon zahlen. Also im Prinzip ist das der Geldkreislauf, der am Laufen gehalten wird, auch durch diese Kreditvergabe. Okay, jetzt ist es nun so, wenn ich mein Geld bei der Sparkasse oder bei irgendeiner Bank anlege, dann bekomme ich im Moment 0,5% Zinsen, 0,75% vielleicht. Wenn ich aber einen Kredit möchte, so sind die Zinsen deutlich höher. Ist das also diese Marge, mit der Banken überhaupt ihr Geld verdienen? Das ist zum einen die Marge, mit der Banken Geld verdienen. Man muss allerdings sehen, das ist nicht nur Marge. Das ist auch Risikovorsorge. Denn wenn ich einen Kredit ausgebe, habe ich immer eine gewisse Prozentrate, die nicht zurückbezahlt wird. Und die wird damit auch wieder ausgeglichen, wenn die Bank dementsprechend Abschreibungen bilden muss. Also es ist nicht der Reinverdienst. Aber es ist schon so, man kann sagen, die grobe Bruttomarge ist das, was das Geld kostet für die Bank. Das sind jetzt die Zinsen, die sie zum Beispiel für den Sparbuchinvestor dementsprechend zahlen müssen. Und davon schaut man, was ist die Differenz zum Sollzinssatz, der jemand zahlt, der einen Kredit aufnimmt. Und da haben wir die Bruttomarge und davon ziehen wir dann alles ab, wie Kosten für die Mitarbeiter, Kosten für die Gebäude, Kosten für Rückstellungen, eventuelle Kosten, die sonst noch kommen. Und das ist dann die Nettomarge. Nur mal etwas größer gefragt, welche Rolle spielen denn Banken dann überhaupt für eine Volkswirtschaft? Denn die reine Kreditvergabe könnte doch eigentlich auch der Staat übernehmen, oder? Die könnte auch der Staat übernehmen, aber was wäre der Staat dann? Der Staat wäre eine Bank. Also das muss man einfach so sehen. Die Banken spielen eine substanziell wichtige Rolle für das Staatsgefüge und für die Geldverteilung im Staat, denn sie transformieren die Fristen. Das heißt, sie nehmen langfristig auch mal Geld rein, geben kurzfristig Kredite raus und andersrum genauso. Sie machen konkurrente Refinanzierungen, Baufinanzierungen, klassisches Beispiel. Sie haben 10 Jahre Konditionsbindung, 30 Jahre Laufzeit. Die Bank refinanziert sich auf die nächsten 10 Jahre bis zum Ende der Konditionsbindung. Dann muss man schauen, verlängert man den Kredit, wird er zurückbezahlt, wird er in der Größenordnung verändert. Also das sind ganz, ganz substanzielle Dinge, die eine Bank hier als Aufgabe hat. Und deswegen sagt man ja auch, die Kreditvergabe ist der Motor der Wirtschaft. Würde eine moderne Volkswirtschaft ohne Banken funktionieren? Nein. Eine moderne Volkswirtschaft würde nicht ohne Banken funktionieren. Irgendeine Institution, wie auch immer wir die nennen würden, würde die Funktion der Bank übernehmen und somit hätten wir sie faktisch wieder geschaffen. Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.